Ja, ich schaue auf die Uhr, 18:19, Samstag, 21. Mai, hier in Pirmasens auf dem Landestag der AfD, Landesparteitag. Vor mir der frisch gebackene neue Vorsitzende, Dr. Jan Bollinger. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal. Das war ja nun in weiten Teilen ein sehr harmonischer Parteitag. Aber mit ganz entscheidenden, feinen, kleinen Signalen von unten nach oben und von oben nach unten. Wie hast du das empfunden? Ja, lieber Klaus, du sagst es, das war ein sehr erfolgreicher, sehr disziplinierter, sehr harmonischer Parteitag. Das ist ein Zeichen, dass die AfD Rheinland-Pfalz endgültig erwachsen geworden ist. Und ich kann mich nur bedanken bei der Versammlung für den großen Vertrauensvorschuss, den sie mir und meinen Vorstandskollegen gewährt hat und dafür, dass sie mir ein tolles, starkes Vorstandsteam an die Seite gegeben hat, mit dem ich jetzt die nächsten zunächst mal 2 Jahre sicherlich gut und konstruktiv zusammenarbeiten werde, die ich gut kenne und von denen ich weiß, dass wir gemeinsam die AfD und unser Land weiter voranbringen werden. Wo sind die nächsten Handlungsfelder? Was steht innerhalb, sagen wir mal, bis zum Sommer, Sommer, August, auf der Agenda, auf den Handlungsfeldern? Also ich kann es jetzt nicht genau auf den Monat festnageln, aber wir werden natürlich als allererstes jetzt die Aufgaben verteilen im Vorstand. Dabei werden wir auch Sorge tragen, dass jeder Kollege konkrete Aufgaben hat. Und was die Aufgaben betrifft, sehe ich es vor allem wichtig an, dass wir stärker wieder in die Öffentlichkeit treten, dass wir mehr in Kontakt mit den Bürgern kommen, um eben dort auch direkt vorbei am Medienfilter unsere guten und auch überzeugenden Konzepte den Bürgern erklären zu können. Wir wissen ja aus Wahl-O-Mat und Umfragen, dass wir da Übereinstimmungen mit unseren inhaltlichen Positionen von über 30% haben bei den Bürgern. Und die können und müssen wir erreichen. Aber dazu brauchen wir den direkten Kontakt. Da werden wir also stärker rangehen. Selber als Landesvorstand und vor allem werden wir aber auch die Kreisverbände unterstützen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, bei Veranstaltungen, bei gemeinsamen Aktionen und werden auch schauen, dass wir die Arbeit der Kommunalfraktionen stärker vernetzen und mit unserer koordinieren. Ja, auch da gibt es viele Handlungsfelder, letztendlich ausgelöst durch das große Versagen während der Flutkatastrophe. Das hat ja nun gerade auch für die kommunale Vorsorge, die Daseinsvorsorge, die Gefahrenabwehr jede Menge Schwachpunkte aufgezeigt und da besteht ja ein hinreichender Handlungsbedarf. Und das kann man einfach, auch wenn das Unglück auch in anderen Landesteilen vorstellbar ist, so wie gestern der Durchzug eines Sturmtiefs. Ich habe selber in Bad Bergzabern gemerkt, der Wind frischt auf, die Wolken sind da, das kann jeden Landesteil treffen. Ich denke mal, landesweit gibt es dort Handlungsfelder und Ereignisse wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind landesweit vorstellbar. Ja nun, definitiv, so ist es. Also das hat jetzt tragischerweise das Ahrtal getroffen, wo natürlich durch die besondere Kessellage, durch die Bodenbeschaffenheit ein besonderes Gefahrenpotenzial besteht. Aber das ist auch vorstellbar bei Gewässern oder bei anderen Gewässern zweiter oder dritter Ordnung. Und es sind auch andere Katastrophen vorstellbar. Und wir haben ja jetzt, das ist ja jetzt ein Thema, das im Landtag von direkt 2 Gremien, eigentlich sogar 3 Gremien behandelt wird, dem extra zur Untersuchung der Ursachen der Flutkatastrophe und der politischen Verantwortlichkeiten ausgerichteter Untersuchungsausschuss, dann die Enquete-Kommission, die sich damit befasst, wie man unser Land für die Zukunft besser aufstellen kann, und der Innenausschuss, der insgesamt für Katastrophenschutz zuständig ist. Und ich sag mal, ein Großthema ist genau das, dass wir einen Allgefahrenansatz brauchen. Natürlich ist das hier ist jetzt die Flutkatastrophe in aller Munde und das ist auch ein wichtiges Thema, aber es sind eben richtig, du hast erwähnt Tornados, es sind extreme Sturmereignisse, es sind Erdbeben, es sind aber auch Großunfälle denkbar, deren Gefahrguttransporte, die 61 durchzieht das Land von Nord nach Süd? Natürlich, Gefahrguttransporte, Flugzeugabstürze im großen Umfang. Also sind verschiedene Szenarien denkbar, die auch die Kapazitäten der kommunalen Katastrophenschützer überfordern. Und das haben wir jetzt genau gesehen. Wir sind sehr dankbar für die tollen ehrenamtlichen Kräfte in unserem Land, für den ehrenamtlichen Einsatz und für den ehrenamtlichen Katastrophenschutz auf kommunaler Ebene. Aber wir haben gesehen, in Großschadenslagen gibt es einen Punkt, ab dem dann die Ehrenamtler einfach überfordert sind. Und es gibt ja auch gesetzliche Vorgaben, ab denen das Land einzugreifen hat.
auch wenn die Landesregierung das von sich weiß, nun haben wir im Untersuchungsausschuss erfahren, dass es nun doch so aussieht, als ob das Land hätte eingreifen müssen. Und dem werden wir jetzt nachgehen. Ja. Das Schlussfoto war sehr schön. Ich glaube, festgestellt zu haben, der neue Landesvorstand ist weiblicher und auch jünger geworden. Wie siehst du das? Ja nun, das sind ja Fakten, mein lieber Klaus, da kann ich dir natürlich nicht widersprechen. Der Vorstand ist insgesamt jünger geworden, der Vorsitzende, aber auch der gesamte Vorstand. Wir haben jetzt 4 Frauen im Vorstand und das sind alles sehr tüchtige Frauen. Freue ich mich auch sehr. Es sind also weiterhin bewährte Kräfte sind weiter dabei und es sind neue tüchtige Kollegen hinzugekommen. Das ist wirklich ein tolles Team, für das ich dankbar bin und ich glaube, mit dem werde ich viel Freude haben und ich denke, wir werden auch für die AfD und für Rheinland-Pfalz einiges bewegen können. Ja, vielleicht noch ein Wort, ein paar Sätze zu deinem Vorgänger, zu Michael Frisch. Ich glaube, er hat insgesamt eine gute Arbeit gemacht und er ist hier auch sehr würdevoll, ja, bedacht worden, verabschiedet worden mit einem großen Respekt an seine bisherige Leistung. Ja, ich danke Michael Frisch für seinen bisherigen Einsatz. Das habe ich ja auf dem Landesparteitag deutlich gemacht. Und wir haben ja weiterhin Berührungspunkte. Michael ist und bleibt ja Fraktionsvorsitzender in der Landtagsfraktion. Und da werden wir jetzt sicherlich weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten. Herzlichen Dank für dieses spontane Kurzinterview. Gute Heimfahrt. Bis demnächst. Vielen Dank. Das wünsche ich auch. Und schönen Abend. Ciao.